Willkommen zurück zu Legend of Mana. Wir sind jetzt hier und rennen hier willkürlich rum. Da wollte ich rein. Nein, da war ich drin. Verdammt. Will ich hier hoch? Da will ich rein. Aber hier ist auch niemand. Kann ich aber auch nichts anklicken oder sonst irgendetwas? Das wären so schöne kleine Easter Eggs, die man hier hätte einbauen können. Mann! Ah, hier ist nichts. Habe ich eine Mission? Kleinen Zauberer. Ein Kürbisproblem. Ja, ich glaube, ich bin ja jetzt hier in Dominia. Schon wieder her, dass ich das gespielt habe. Da war ich auch schon. Ah ne, das ist die Magische Akademie. Ist ja so ähnlich. Ach, da kann ich rein. Ich hasse Erwachsene, die sich nicht ausdrücken können. Und auf meine Frage immer nur Ja oder Nein antworten. Wenn du nur eine Ja oder Nein Frage stellst, dann, ne? Anscheinend boykottieren alle den Unterricht. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Kaufen. Wendelmesser. Wendelschwert. Plus 15 Angriffskraft, wirklich? Eisenschwert. Ausrüsten. Okay. Bestätigen. Ja. Gerne doch. Gibt's hier noch bessere Rüstung oder sowas? Panzerhandschuhe, minus 4, minus 4. Schild ist 10. Helm. 8. Wir haben nicht dabei, ob Plus oder Minus. Steht plus 0 dabei. Zwei Händer ist klar, aber ich habe ja auch gar kein Schild. Fällt mir ein. Ich habe ja gar kein Schild. Ich kaufe jetzt mal ein Schild. Weil ja, ich trage ein Schwert. Alles optimieren. Okay, dann nehmen wir das so. Ja, wenn er sagt, das ist so richtig, dann okay. Ich hasse die Schule. Ja. Ja, hallo? Ah, danke. Oh Liebling, meine glänzende Göttin, wenn ich in deine Augen blicke, bin ich so betört, dass ich mich kaum bewegen kann. Tut mir leid, Kleiner. Wenn du mir in die Augen schaust, wirst du versteinert. Himmel, so habe ich mich noch nie gefühlt. Alles kribbelt. Hör mal, Kleiner. Ich bin halb Basilisk. Du bist nicht verliebt. Du wirst nur gleich zu Stein. Kapiert? Wie poetisch. Für dich lasse ich mich versteinern, Liebste. Hör zu, meine Süße. Hör meine bezaubernde Tenorstimme. Yeah, Baby, ich werde hart, so hart für dich, Baby. Oh, bitte verlass mich nicht. Viel Spaß. Meine Schüler boykottieren den Unterricht. Ich muss sie finden. Vielleicht kann ich dir helfen, mein Liebling. Es müssen nur alle deine Schüler wieder zum Unterricht kommen, oder? Ja, das wäre auf jeden Fall hilfreich.
Liebling, ach, du bist so... Oh. Ah, ich muss aufhören. Wenn ich weiter so an sie denke, schmelze ich noch daher ein. Dahin. Schon wieder der. Immer wieder wer Neues. Ich brauche keine Hilfe. Ich muss die Schüler meiner Liebsten dazu bringen, wieder zur Schule zu gehen. Was meinst du? Hilfst du mir? Oh, danke. Zu freundlich. Du musst ja so beliebt sein. Ich habe weder einen Grund, wieder in die Schule zu gehen, noch hier zu bleiben. Ich möchte singen, damit ich in die Lüfte fliegen und mit den Vögeln reden kann. Die Vögel sind meine Lehrer und nur der Himmel überdacht das Klassenzimmer. Ja. Im Moment boykottieren wir alle den Unterricht. Ich weiß nicht wieso, aber ich will einfach nicht hingehen. Vielleicht ist die Qualität des Unterrichts nicht so toll. Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach keine Lust. Zauber sind jetzt viel hübscher als früher, aber das ist alles nur Effekthascherei, ohne jeden Eleganz. Natürlich macht schicke Magie ein oder zweimal Spaß, aber dann, ich will lieber einfache Zauber lernen, die bedeutsamer sind. Ich wünschte, ich wüsste, was unsere Lehrer denken. Du hast recht. Und elementare Eigenschaften finde ich auch nicht gut. Selbst wenn man verschiedene Elemente verwendet, sind sie am Ende doch alle gleich. Jedes Element hat Stärken und Schwächen, also muss man sich viel merken. Aber letzten Endes heißt das nur, dass es uns weniger voneinander unterscheidet. Und ich glaube auch, dass die Schule nur Geld scheffeln will. Ich habe den Verdacht, dass unsere Lehrer unsere Noten manipulieren, aber damit spielen sie auch mit unserer Zukunft. Und wir sollten sie hinterfragen, wenn wir glauben, dass sie falsch liegen. Selbst wenn sie nicht falsch liegen, allein die Fragen würden Bände sprechen. Aber die Fakultät sagt, das sei allein unser Problem. Ich hasse solche Aussagen. Geh einfach zur Schule. Ja, hatten wir schon. Geh einfach zur Schule. Das ist ganz schön herzlos. Aber vielleicht hilft uns Widerstand auch nicht weiter. Na toll. Wie läuft's denn so? Jeder Barmann hat ein Fass in der Seele. Musst du wissen. Aha, man muss wohl Barmann sein, um das zu verstehen. Wow. Und du? Ich habe weder einen Grund, wieder in die Schule zu gehen, noch hier zu bleiben. Tu, was du für richtig hältst. Schau mir nicht so an, ich komme mit Erwachsenen einfach nicht zurecht. Ich will nicht dieselben Fehler machen wie sie, auf keinen Fall. Ja, dann geh zur Schule. Was meint ihr wohl, wie wir den Tag überlebt haben, hä? Wie komme ich denn dahin? Danke. Halt, das ist der Ausgang. Das wäre natürlich dann saudumm von mir. Ich hasse die Schule. Ich hasse die Schule auch. Boah, ich bin so erleichtert, das zu hören. Was? Ich gehe morgen in die Schule. Wenn ich gut geträumt habe, lasse ich die Schule sausen und gehe spazieren. Das ist ja schön, nicht wahr? Wenn ich gut geträumt habe, gehe ich morgen spazieren. Das ist nicht gut. Wenn ich vergesse, was im Traum passiert ist, gehe ich traurig in die Schule. Der Wind hat einige Blätter fortgetragen. Na toll. Ich hasse Erwachsene, die es nicht ausdrücken können und auf meine Fragen immer nur mit Ja oder Nein antworten. Toll. Ja. Hast du nicht zugehört? Nein. Ach, ich geb's auf. Verdammt. Falsch. Erwachsene sind so jämmerlich. Na gut, ich gehe in die Schule. Achso. Anscheinend boykottieren alle den Unterricht. Ich habe keine Lust mehr auf Schule. Bin ich ein schlechter Mensch? Nein, bist du nicht. Danke. Ich gehe wieder in die Schule. Okay, mit der kann ich nicht weiter reden. Also, was haben wir hier? Achso, ja. Ich dachte, ich wäre der da oben links gewesen. Die Schule ist so langweilig. Ja, ist sie. Wo willst du das wissen? Ich wäre auch mal zur Schule gegangen. Ich gehe wieder in die Schule, aber nur um dich loszuwerden. Na super. Ich hasse Kriege. Ich würde Magie nie zum Kämpfen nutzen. Mein Vater war ein berühmter Krieger, der den Dämonenfürsten bekämpfen sollte. Also suchte er die stärkste Rüstung der Welt. Er ging tief unter die Erde, ins Land der Heuschrecken.
Dort vollbrachte er große Taten und erhielt die Heuschreckenrüstung, nach der er gesucht hatte. Als der Heuschreckenkönig meinem Papa die Rüstung gab, sagte er, wenn du die Rüstung erst anlegst, darfst du sie nie wieder ablegen, sonst stirbst du. Mein Papa legte die Heuschreckenrüstung an, kämpfte gegen den Mondfürst und siegte. Aber als wieder Frieden herrschte, vergaß mein Vater die Warnung des Königs und legte die Rüstung ab. Da wuchsen ihm Heuschreckenflügel aus dem Rücken. Eine ganze Woche lang ist er von morgens bis abends herumgeschwirrt. Dann eines Morgens fanden wir ihn bei der Küche, ganz steif und tot. Papa! Ja? Was war das jetzt? Hier oben ist niemand. Nein, okay. Ihr müsst nicht in die Schule. Du musst auch nicht in die Schule. Nope. Bei den ganzen lärmenden Jugendspunden ist es schwer zu lernen. Bleib dran. Haha, immer her mit der Sisyphus-Arbeiten. Da muss ich wohl zurück zum Unterricht. Die Schule macht wirklich keinen Spaß. Das muss sie auch nicht. Mein erster Lehrer hat mir gesagt, ich soll Magie lernen, weil es Spaß macht. Das kannst du ändern. Also sollte ich eher den Klassenclown spielen? Nein, das eigentlich nicht, aber okay. Ich gehe wieder in die Schule. Wenn ich kein Magier werde, werde ich einfach Schauspieler. Naja, man kann auch den Unterricht mit Spaß verbinden. Man kann auch Spaß beim Unterricht haben. Ich boykottiere noch. Wie kommt's? Weil ich meine Hausaufgaben vergessen habe. Ich mag die Schule. Okay. Er mag die Schule. Nope, du bist falsch. Alle boykottieren den Unterricht. Obwohl Lernen Spaß macht, behaupten alle, es wäre nicht so. Ich will mit meinem Klassenkameraden lernen. Du kannst alleine lernen. Das werde ich. Dann können alle sehen, wie viel Spaß es macht. Ich lerne gerade. Mein Spitzname ist Grüner Schwabbel. Ich mache telepathische Experimente. Schließ deine Augen. Kannst du den grünen Schwabbel sehen? Ja. Ja, das bin ich. Ich werde versuchen, dir eine Nachricht zu schicken. Konzentriere dich auf den grünen Schwabbel. Und, hast du etwas gesehen? 50.000 Krabben. Hm, dann sind wir wohl auf unterschiedlicher Wellenlänge. Mein Spitzname ist Grüner Schwabbel. Lalala, schließ deine Augen. Hast du den grünen Schwabbel gesehen? Ja. Dann nehmen wir jetzt als erstes marschierende Ameisen. Boah, klasse, wir sind auf derselben Wellenlänge. Und haben sie am Anfang verloren ausgesehen? Eindeutig. Aha, du bist darauf reingefallen. Diese Vision habe ich dir gar nicht geschickt. Ich lasse sein und konzentriere mich aufs Lernen. Hi. Hi. Ich bin Nunusak, ein Beschwörer der Extraklasse. Okay. Wir haben also nichts damit zu tun. Ach, wie viele Schüler gibt's denn hier? So eine gewisse Anzahl wäre schon mal nicht schlecht zu wissen, oder? Hier, gucke ich nochmal, ob hier ein Schüler war. Nein, hier war keiner. Das heißt also, irgendein Schüler fehlt mir. Aber hier oben weiß ich... Nein, theoretisch habe ich alle. Hier unten ist jetzt auch nichts mehr. Ich glaube, da war ich noch nicht. Palast der Künste. Ich suche hier nur Schüler. Erstmal nur Schüler. Wir sind aber keine. Nee, Moment, hä? Falsche Richtung. Da geht's nicht rein. Da oben ist eine Tür offen.
Okay, die Tür sah offen aus, aber ist sie dann doch nicht. Oh, meine Liebste, ich verzehre mich nach dir, deiner höhnsinnigen Liebe. Alle Kinder hassen die Schule. Ja, ich bin doch schon dran. Ich gehe wieder in die Schule. Ich gehe wieder in die Schule. Ich bin nicht für die Schule geboren. Wozu bist du geboren? Ich weiß auch nicht. Ich gehe zur Schule, aber nur, weil sie auf dem Weg liegt. Hm. Nun gut, dann werden wir in der nächsten Folge den letzten Racker finden. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.